Sagen wir nervöse Leute, da wird's echt keine Lust drauf. Na wunderbar, da haben wir ja, was wir brauchen. Versteh dich nicht? Schau, stell dir vor, du führst deinen Onkel heute Abend in die Pension Schüller und behauptest, es handelt sich um eine private Heilanstalt, also ein privates psychosoziales Zebrazentrum. Wahnsinn. Ist das dein Ernst? Sag mal, Ernstl, bist du wahnsinnig? Nein, ich nicht. Na ja, ich auch nicht. Warte. Schau, Alfred, wenn du schon sagst, dort verkehren nur Nervöse, dann ist es doch ganz einfach, deinen Onkel zu überzeugen, dass er sich in eine private Heilanstalt befindet. Es ist heutzutage sowieso nicht mehr zu unterscheiden, wer nervös ist und wer nicht. Und du glaubst wirklich, das funktioniert? Es stimmt. Gut, aber du musst mir helfen, allein stehe ich das nicht durch. Natürlich helfe ich dir. Und den Onkel, den kann ich einfach mitnehmen, der ist ja gar nicht eingeladen. Okay, der Schöne ist doch froh, wenn jemand kommt. Außerdem werde ich uns ankündigen. Onkel! Warum? Ich bin einem eifersüchtigen Trommler in die Quere gekommen. Die Verdistin ist seine Freundin und die habe ich zu intensiv als objektiv genommen. Ihm war es definitiv zu subjektiv. Ja, da muss man sehr aufpassen bei uns. Ja, sag mal, Alfred, hast du überlegt, was ich dir vorhin gesagt habe? Ja, Onkel, wenn du auf deinen Wunsch bestehst... Alfred, es ist alles abgemacht. Darf ich vorstellen, mein Freund Ernst Kissling, mein Onkel Philipp Klapphofer. Sehr angenehm. Der Onkel ist der Schule. Alfred hat Ihnen also schon von meinem Vorhaben erzählt. Und es ist abgemacht, sagen Sie? Wir können dir deinen Wunsch sogar heute Abend schon erfüllen. Was, heute Abend schon? Das ist ja wunderbar! Ja, der Kissling kommt mit, der begleitet uns. Ich kann es kaum erwarten. Und sind denn auch interessante Patienten dort? So von der Sorte zum Beispiel, dass sich einer einbildet, er sei Donald Trump und bin ich in seiner Regierung habe. Der verlangt ein bisschen viel. Was? Keine Sorge. Außerdem, schlimmer als das Original kann der auch nicht sein. Okay, ich glaube, du hast total falsche Vorstellungen von den Leuten. Die verhalten sich ja gerade so wie wir. Ja. Das ist ja gerade das Interessante. Ja, aber dabei. Bitte, dass du dir ja nicht anmerken lässt, dass du weißt, wo du bist und mit wem du dort verkehrst. Ja, wo werde ich denn? Auch gegenüber dem Direktor. Ja, ich bin doch nicht Kinder. Ja. Ich freue mich riesig auf die. Wie heißt eigentlich die Privatklinik? Schöller! Ah. Pension Schöller! Ah! Pension Schöller! Na dann, auf in die Pension Schöller! Naja, Frau Schöller wird sich besonders freuen. Vielleicht sollten wir Damen des Hauses etwas mitbringen. Blumen! Ja, vielleicht einen Strauß Neurosen? Auch Philipp, der Neurosenkavalier! Ja. Aber jetzt gehen wir ein bisschen Kaiser bummeln! Horst der Kaiser, bist der Kaiser. Ihr seid natürlich meine Gäste. Herr Ober, bitte die Rechnung. Ja, danke, Onkel. Herr Klapphofer. Ja. Okay. Servus, Kaiser. Wo bleiben denn die Gäste? Amalie! Nein, die sollen sich doch Zeit lassen. Sie haben so viel zu tun. Ja, und ruf doch bitte beim Zauner an. Die sollen uns noch eine Kaisertorte schicken. Und zwei Zaunerstollen. Das süße Buffet ist unseren Gästen ja immer das Liebste. Ja, gleich. Frau Kammersängerin ist übrigens auch noch nicht da. Was? Die Sonata? Auch noch nicht. Ja, die würde ich bei der Gelegenheit auch gleich anrufen, nicht, dass die uns am Ende noch absagt. Ist eine wunderbare Sängerin, aber so nervös. Sag, wen hast du zu unserem musikalischen Abend noch eingeladen? Ja, diesmal sind es nur zwei Herren. Der Herr Klapphofer und sein Bekannter, dieser
ausgeflippte Jungfilmer. Naja, der Onkel vom Klapphofer, ein notorischer Junggeselle, soll aber, wie ich gehört habe, geerbt haben, eine Villa. Moment doch unter diesem Herrn, du weißt. Ein Heiratskandidat für unsere Friederike wäre. Ja. Das ist ja förmlich zur Manie bei dir geworden. Unsere Friederike, wie sie doch selbstständig macht mit einer Boutique. Wozu braucht sie da einen Mann? Naja, außerdem also hat sie ja mich. So ist der Leo noch nicht da. Na schon lang, der sitzt in einem Eck und deklamiert. Hamnet. Ich muss dem gehörig den Kopf waschen. Bei all dem Blödsinn vernachlässigt er doch das Geschäft. So, jetzt sind wir da. Ja, ich bin schon ganz nervös. Geh weiter, Ernstl. Was ist, wenn wir auffliegen? Wir können doch den Onkel nicht wirklich das antun. Jetzt ist er sowieso schon zu spät. Ja, wo bleibt er denn, der Onkel? Jetzt bin ich endlich am Ziel meiner Wünsche. Ja. Wo sind die Patienten? Ein bisschen Geduld, Herr Klapphofer. Die werden bestimmt gleich kommen. Gut. Aber gleich noch schon. Ach, da kommt schon. Aber alles ist nur der Direktor. Ach so, nur der Direktor. Ah, meine Herren, herzlich willkommen. Sie sind von einer schmeichelhaften Pünktlichkeit. Ja. Wenn ich vorstellen darf, mein Onkel Philipp Klapphofer, Herr Direktor Schöller. Ich hoffe, Sie werden sich bei uns wie zu Hause fühlen. Wie zu Hause? Der ist gut. Okay. Danke für die Einladung, sehr lieb von Ihnen. Ja. Mein Neffe hat mir schon viel von Ihren musikalischen Abenden erzählt. Ja, ich bin ja stets bestrebt, den Aufenthalt meiner Gäste in meinem Hause so angenehm wie möglich zu machen. Gäste ist gut. Okay. Alles ist so komfortabel eingerichtet wie möglich. Gute Küche, aufmerksame Bedienung, reizende Bäder mit Regendusche. Kalte Dusche, ich verstehe. Ein humoriger Herr da unten, ich sehe. Was ist denn schon wieder los? Du bist kein Dogscher. Es wird doch keiner entsprungen sein. Himmelkreis, kommen wir dann noch einmal. Ist es doch ein Trüger? Ist er nicht zum Aushalten? Die macht ihn ja noch wahnsinnig. Sie ihn? Wahnsinnig! Nehmen Sie es nicht übrig. Unser lieber Major hat heute seinen schlimmen Tag. Ja, das haben wir gar nicht anders erwartet. Ja, ich meine, so etwas kommt ja überall einmal vor. Ja, überall. Ja. Er hat sich geärgert über eine Dame, die heute Morgen bei uns eingezogen ist. Eine Schriftstellerin. Um Material für einen Roman zu suchen, fragt sie jeden aus, der hier über den Weg läuft und macht damit alle ein bisschen verrückt. Da wird sie hier nicht viel zu tun haben. Schöller! Schöller! Ah, das sind Sie ja. Schöller! Gäste und Friseur. Schön, wenn die Dame länger hier bleibt, dann ziehe ich aus. Er will ausziehen. Ja, super. Geht auf den Weg. Was ist der? Also beim Major muss man besonders aufpassen. Über das Bundesheer darf man in seiner Gegenwart nicht sprechen. Er ist nämlich frühzeitig pensioniert worden. Golden Handshake, Sie verstehen. Auch hat er beim Arbeitskrieg einen Arbeitsprozess verloren, also auch nichts über Anwälte. Über das Kapitel Ehe und Familie kein Wort, sonst dreht der durch. Ja, ja, gleich. Worüber kann man denn damit immer reden? Bitte Sie, meine Friedrich, bitte Sie. Lassen Sie mich doch Ruhe. Nach Frieden. Ich bin Frieden. Gestatten Sie, dass ich vorstelle, Herr Klapphofer Senior, Herr Klapphofer Junior und Herr Kissling. Frau Josephine Krüger. Schriftstellerin. 50 Shades of Grey. Bin ich allerdings unter meinem Pseudonym Rosamunde Bichler. Geht schon los, die schaut mich so komisch an. Verzeihen Sie, dass ich Sie so prüfend betrachte, was er meinen so ausdrucksvollen Kopf. Ja, das hat er mir schon oft gesagt. Haben Sie meinen Roman Trockenlandschaften gelesen? Selbstverständlich. Nur nicht widersprechen. Also, meine Herren, wenn ich bitten darf, Herr Klapphofer ist ohnehin die nächste halbe Stunde beschäftigt. Wie haben Ihnen meine literarischen Erlüsse gefallen? Ja, ausgezeichnet. Das waren ja beinahe schon Feuchtgebiete. Ich bitte Sie. Mein Roman bedient sich einer wesentlich subtileren Erotik. Subtile Erotik! Außerdem ist mir die Entwicklung der Charaktere äußerst wichtig. Die Verwicklungen der menschlichen Seele in einer so grausamen, emotionslosen Zeit. Ihnen sieht man es auf den ersten Blick an, dass Sie viel erlebt. Geliebten gekämpft haben, habe ich recht? Ja, natürlich. Mein Leben ist ein einziger Roman. Das müssen Sie mir unbedingt erzählen. Na, der werde ich was erzählen. Ach, ich darf mir doch Notizen machen. Ja, bitte, bitte. Ach, was sind Sie eigentlich für ein Landsmann? Portugiese. Einen Portugiesen hatte ich noch gar nicht. Ja, ich weiß, man sieht es mir auch nicht an, dass ich in Portugiesien... Portugiesien! Portugal geboren bin. Ah.
Über meiner Geburt schwebt ein gewisses mysteriöses Dunkel. Mysteriöses Dunkel, interessant. Ich bin als elternloser Waise aufgewachsen. Jeden Tag habe ich meinen Vater gefragt. Ihren Vater? Ja, aber Sie sind doch als Waise aufgewachsen. Die passt ja auf wie eine Haftelmache. Ich meinte natürlich meinen Pflegevater. Ja. Jeden Tag habe ich meinen Pflegevater gefragt. Wo sind meine lieblichen, leiblichen Eltern? Wo sind meine lieblichen, leiblichen Eltern? Das wird mein nächster Reality-Blog. Sie hatten natürlich einen schwierigen Start ins Leben. Frühkindliche Traumatisierung aufgrund wahrscheinlich einer illegitimen Geburt. Illegitime Geburt! Das war damals noch ein heikles Thema. Allerdings in Sachen Selbstbestimmung und Emanzipation ist es heute auch nicht weit her. Wenn ich da an meine Ehe denke, Gott sei Dank bin ich ja jetzt geschieden. Geschieden! Zu Beginn hat er mich auf Händen getragen, dabei war er schizophren. Da werden Sie wahrscheinlich ständig zwischen seinen Händen heruntergefallen sein. Was soll das heißen? Heruntergefallen, hereingefallen bin ich auf den. Diese Schizoiden sind meist ungeheuer faszinierend. Ja, das habe ich auch schon festgestellt. Bleibt denn nur der Alfred? Dieser Mann ist eine wahre Fundgrube. Schließlich, endlich, nach langen Kämpfen wurden Sie ein erfolgreicher Geschäftsmann und fanden eine gleichgesinnte Seele. Gleichgesinnte Seele! In einer ähnlichen frühkindlichen Traumatisierung. Wahrscheinlich in einer Gruppentherapie. Sie sind doch verheiratet. Nein, ich bin Junggeselle. Meine Schwester führt mir die Wirtschaft. Ihre Schwester? Ja, warum denn nicht? Aber woher wissen Sie, dass das Ihre Schwester ist? Woher ich das weiß? Zum Ziel erotik, man, du gehst ja nur damit, du gehst so kannten Ihre Eltern nicht, das geht leider nicht. Meine Schwester Ulrike, meine ältere Schwester wusste von meiner Existenz. Ja. Wir wurden sehr früh getrennt, da war ich noch ein Baby. Baby? Als ich sie später durch Zufall wiederfand, war sie mit einem Russen verheiratet. Mit einem Russen? Das muss doch vor dem Fall des Eisernen Vorhangs gewesen sein. Crazy! Ihr Mann war natürlich, war Doppelagent. Doppelagent! Und hat sich's mit dem KGB verschärft. KGB? Mit einem raffiniert ausgeklügelten Plan ist ihnen dann eine spektakuläre Flucht in den Westen gelungen. Das ist ja eine richtige James Bond Story. Ja, das glaube ich. Dum 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 dum. Immer mit dem Notizblock bewaffnet, auch im Urlaub. Für eine Schriftstellerin gibt es keinen Urlaub, besonders nicht an einem so inspirierenden Ort, wo sich die literarischen Größen der Bellevue versammelt haben und wo man so nette Leute trifft. I beg your pardon, ich habe die Herren noch gar nicht miteinander bekannt gemacht. Herr Philipp Klapphofer, Herr Fritz Bernardi, unser weltreisender Insta-Extremsportler. Audi! Extrem, das fällt mir gleich. Aber mich müssen die Herren aber jetzt entschuldigen, weil ich fühle mich geistig so angeregt, dass ich mir unbedingt ein paar Kapitel von der Seele schreiben muss. Wo beginne ich? Moskau, minus 30 Grad. Die Stadt liegt im Morgengrauen. Ulrike kann nicht schlafen. Ihre Gedanken kreisen um ihren Bruder, der bei einer fremden Familie in Österreich aufwachsen muss. Plötzlich ein Klopfen. Oh Gott! Der KGB! 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 Wohnen Sie auch hier, Herr Klapphofer? Oh, schau ich so aus? Ich meine, nein, leider nicht. Ich habe ja vor meinem Besuch in der Pension Schöller gar nicht gewusst, wie reizend das hier ist. Ja, man ist hier wirklich sehr gut aufgehoben. Ja, bei mir ist das ja eigentlich gar nicht so wichtig. Einmal im Fünf-Sterne-Hotel in Shanghai, dann wieder unter freiem Himmel am Lagerfeuer der Aborigines im Outback von Australien. Oder in einem Beduinenzelt. Oder in einer Jurte beim Trekking durch Kirgisien. Oh, das ist großartig. Sie erforschen also die ganze Welt. Ja, so ziemlich. Ja, aber das Wichtigste ist ja eigentlich nur die sportliche Challenge. Ja, genau. Aber es ist schon hart, wenn man am Mount Everest am ersten Basiscamp aufgeben muss. Ja, das ist wirklich hart. Ja. Aber weiter bin ich ja leider auch nie gekommen. Was? Sie auch? Und Sie sind immer noch im Training! Das ist ja unglaublich! Da treffe ich hier einen Sportgenossen! Wissen Sie, was Sie sind? Wissen Sie, was Sie sind? Wissen Sie, was Sie sind? Sie sind der
Die meisten meiner Freunde und Kollegen, die halten mich für total überspannt. Nicht möglich. Ja, was ich mir oft anhören muss. Reinhold Messner für Arme. Aber jedenfalls, sie eifern ihren Vorbildern nach und erforschen den ganzen Planeten. Ja, so ziemlich. Und da gibt's Landschaften, die sind noch gar nicht entdeckt. Ach so? Ja. Ich bin eigentlich immer unterwegs. Gestern im Süden, heute im Norden, morgen in Indien, übermorgen in St. Pölten. Da! Da! Ich plane übrigens gerade eine Expedition zum Südpol. Ja, aber nicht auf den ausgetrampelten Pfaden. Nein, da hat sich ja schon so eine Art von Abenteuertourismus breit gemacht. Einmal Südpol hin und retour. Erfüllen Sie sich Ihren Wunschtraum. Was, wirklich? Ja, aber nicht mit mir. Na, natürlich nicht, den Südpol, den muss man sich erkämpfen. Ja, genau. Oh, Sie sind... Wissen Sie, was Sie sind? Wissen Sie was? Na, wissen Sie was? Wir fahren zu zweit! Bei Ihnen weiß ich, Sie sind ein Kollege, mit denen kann ich durch Eis und Feuer gehen. Auf Sie kann ich mich verlassen. Ja, das versteht sich von selbst. Überlegen Sie lang, schlagen Sie ein! Top! Ich besorge uns jetzt gleich eine Flasche Sekt und dabei können wir unsere Reiseroute besprechen. Na, wer weiß? Wer weiß? Wer weiß? Vielleicht stellen wir noch einen neuen Rekord auf. Na, no, das glaube ich. Ja. Schade. Was? Sekt. Ja. Schade, wirklich schade. So ein netter junger Mann, aber leider. Jetzt weiß ich aber bald wirklich nicht mehr, wo ich mich vor der Frau Schöller hinfixen soll. Die Verrückte, die verfolgt mich und spricht von nichts anderem als hafende Ehe, freudende Ehe. Wie entkomme ich ihr nur? Oh, Herr Klapphofer, Gott sei Dank, ich bin gerettet. Ah, Herr Kiesling, mir scheint, Sie wollten wieder davonlaufen. Da haben wir doch gerade so nett miteinander geplaudert. Nein, ich wollte mich schnell um den Herr Klapphofer kümmern. Ah, den habe ich ja noch gar nicht begrüßt. Darf ich vorstellen? Ja. Frau Klapphofer, Herr Schöller. Aha, naja. Ah, ist auf dem Platz. Ich hoffe, Sie fühlen sich recht wohl bei uns. Oh, ich amüsiere mich ausgezeichnet. Ah, das wird meinen Mann freuen. Ah, die Frau des Direktors. Hm. Jetzt müssen Sie aber auch öfter zu uns kommen, nicht wahr? Hm. Mein Mann hat mir verraten, dass Sie Junggeselle sind. Ja. Ja, da müssen Sie sich ja manchmal recht einsam fühlen, nicht wahr? Haben Sie denn noch nie daran gedacht, in den Hafen der Ehe einzulaufen? Ich habe mich bis jetzt immer nur mit Hafenrundfahrten deklariert. Unbegreiflich! Ein so stattlicher Mann, wie Sie es sind. Also Geschmack kann man dir nicht absprechen. Ja. Der Sekt ist schon eingekriegt, Herr Klapphofer. Auf zur Lagebesprechung. Aber Herr Bernhard, die Herr Klapphofer dürfen es mir jetzt nicht entführen. Nein, wir brauchen das nicht, Herr Frau. Entschuldigung, Herr Aller. Ja. Hier ist die Kaiserflotte und die beiden Zaunerstollen. Esse ich einen Zaunerstollen, muss ich einen Stauner zollen. Ja, danke! Ja, gern geschehen, Frau Schöller. Was denn? Was denn? Was denn? Die Frau Kammersägerin hat tatsächlich abgesagt. Ja, was macht man denn jetzt? Lassen Sie mich lachen. Frau Schöller wollte mit Ihnen bestimmt über das Heiraten reden. Sie will ihre Tochter unter die Haube bringen. Das ist eine fixe Idee von ihr. Also die Tochter auch. Na, lassen Sie sich auch bloß kein Gespräch mit ihr ein, sonst sitzt es morgen noch da. Merkwürdig, wo es bei den anderen fehlt, das wissen Sie. Also mach dir keine Sorgen, ich habe eine Idee. Da bin ich wieder. Da ist sie wieder. Ja, wovon haben wir denn gerade geredet? Dass Sie meiner Ehe unterbrochen wurden. Ja, Ehe! Seine Tochter haben Sie noch nicht kennengelernt. Ah, geht schon los. Ah, ist die auch hier? Ja, seit kurzem ist das Mädel wieder bei uns. Also die Tochter auch. Na, ich bin schon sehr froh, dass das Mädel wieder bei uns zu Hause ist. Wissen Sie, das klingt ja jetzt sicher total retro, aber ich wäre schon traurig, wenn sie uns einmal verlassen würde. Das kann ich mir vorstellen. Ja, na, außer wenn sie heiratet, natürlich. Na, so einem Jacken zum Beispiel, den ich sie nicht anvertrauen wollte. Diese jungen Karriere, ein gewissenlosen Bursch, die ringen immer nur von 50-50. Zum Schluss bleibt doch sie zu Hause bei den Kindern. Nein, aber ein reiferer Mann mit Sinn für Romantik. Oje. Das, na, oje. Nein, der könnte sich gratulieren. Sie ist ja ausgebildete
gelernte Schneiderin und so begabt. Ihre Entwürfe sollten Sie einmal sehen. Ja, ich bin schon ganz begierig, gnädige Frau. Ach, ist das schön, so einen musischen Menschen zu treffen. Also, Ihre Menschenkenntnis ist aber nicht schlecht. Gell, wir zwei, wir verstehen uns. Absolut, gnädige Frau. Herr Klapphofer, wo bleiben Sie denn? Ich kann den Sekt doch nicht alleine trinken. Ja, gleich. Ja, gleich lernen Sie Friederike kennen. Verzeihung, wen? Na, meine Tochter. Ach so, ja, natürlich, wie konnte ich nur. Es wird mein Vergnügen sein. Ja, ich komme gleich wieder. Mit Frieda! Ja, ich komme schon!